Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Minecraft hier in Farbe, in Bunt und in die Couleure. Sie befinden sich auf Warteposition 214. Bitte warten Sie und bleiben Sie dran. Ja, wer kennt das nicht? Der Warteposition, nee, die Warteposition in eines Service Centers ihrer Wahl, und zwar ihrer Kurzwahl auf dem Telefon. Ja, und dann wartet man und wartet man und wartet man verzweifelt mit seinem Problem in der Hoffnung, dass man irgendwann in der Laufe der nächsten Jahrtausendwende rankommt oder auch nicht. Ja, und dank der EU-Gesetzgebung dürfen Warteschlangen ja nicht mehr so teuer sein oder so. Vorher war es ja richtig übel. Da hat man ja für eine Minute 80 Cent bezahlt. Dafür, dass man Lo-Fi-Music gehört hatte. Sowas wie jetzt gerade. Ah, jetzt wird es ja schon besser. Jetzt kommt noch ein bisschen Bass rein und so. Hä? Die klingt nicht mehr so ganz Lo-Fi. Ja, so in der Art. Verzweifelt kann man dann manchmal schon so eine Warteschleife sein. So nach dem Motto, ja, hoffentlich komme ich gleich ran. Ich habe ein ganz dringendes Problem. Ja, das ist dann manchmal so. Warteschleifen, oh Gott. Da habe ich auch schon oft eine hinter mir. Zum Beispiel von meinen Telekommunikationsanbieter. Oh ja. Oder von meiner Qualitätssicherung, das Service Center Reparatur Notebook. Oh Gott, da habe ich die Musik auch schon gehasst. Die hatten immer die gleiche Musik. Aber wirklich nur exakt die eine. Die konnte ich schon mitsingen. Obwohl die keinen Text hatte. Da könnt ihr mal sehen, wie verzweifelt ich dann war. Ich konnte einen Text mitsingen, der ja gar nicht vorhanden war. Oh Gott, ey. So, wir nehmen ja die Kohle hier mal mit. Weil Kohle kann man immer mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn sie hier einfach schon mal so rumschlömpelt. Ja, ist die gar nicht mal so übel. Da nehme ich sie gerne mal mit. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Also, kohletechnisch sind wir hier schon wieder ganz gut unterwegs. Schaut euch das mal an. 13 Kohle schon wieder. Und da unten wartet noch mehr. So, wie viel haben wir? 20 Kohle. Das ist schon fast ein richtiges Kohleflöz hier gewesen. Dies ist hier Kohle. Kohle, Kohle. Ich mache jetzt aber nicht den Kohlesong. Nee, den mache ich jetzt nicht. Den dürft ihr euch woanders anhören. So. Der kann ihn sowieso besser. Ihr könnt ja mal einen eigenen Song machen. Den Minecraft-Exos-Song. Welchen Song nehmen wir denn dazu? Also welche Melodie? Die jetzt gerade läuft? Nee, die ist so zwingig. Die zwingt so sehr. Da will man nimmer mehr. Da ist übrigens noch Luzis Turm. Turm der Unendlichkeit. Naja, so endlich ist er auch nicht. Keine Ahnung, was aus diesem Turm noch wird. Hat er mir auch nie gesagt. Und aktuell, wie gesagt, ist er noch sehr stark in Ark Survival. Also für Minecraft hat der gute Junge gar keine Zeit. Er ist sozusagen game-technisch ausgelastet. So, jetzt haben wir es. Er ist game-technisch ausgelastet. Und der ist so game-technisch ausgelastet, dass er, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich gesagt schon, dass er sich sogar eine Spieleliste gemacht hat, wann er welches Spiel spielt. Alter, ich glaube, wenn mir das passiert, wenn ich mir überlege, wann ich welches Spiel spiele, dann weiß ich, aha, jetzt ist das Moment gekommen, jetzt muss ich den Computer ausschalten. Das ist dann schon echt hart. Aber schön, dass er da in dieser Hinsicht keine Langeweile hat. Naja. Ich hingegen werde sozusagen, wenn ich hier die Minecraft-Aufnahmen heute wieder gemacht habe, da werde ich eher wieder rausgehen. In the real life. Oh ja, in
the real life. Mal ein bisschen spazieren gehen heute, vielleicht auch einen Kaffee trinken. Bietet sich ja an, schönes Wetter, angenehmes Wetter. Muss ich mal gucken. Naja, und dann muss man ja auch sowieso ein bisschen was einkaufen. Naja, man will ja auch was essen. Kennt man ja auch, ne? Boah, das ist so, was man so macht, so. Ne? Ganz normale Wahnsinn des Alltags, ne? Den kennt man. Hoppala, Spitzhacke. Ist ja nicht so, dass wir noch nie eine Spitzhacke verbraucht hätten. Ja, langsam werden die Steine hier auch raus. Und das heißt, wir können dann hier Erde einfüllen. Und wenn wir denn die Erde drin haben, dann können wir direkterweise anfangen mit dem Dorf. Und beim Dorf bin ich am überlegen, ob wir das komplett aus Holz bauen oder auch aus Stein oder ein gemischtes. Ich denke, wir werden das gemischt machen und ich denke auch, wir werden das in Richtung Fachwerkhaus bauen. Irgendwie sowas. Außer die Kirsche, süß oder sauer, weiß ich noch nicht. Die machen wir aus Stein. Die sind ja meistens wirklich immer aus Stein. Ja? Außer im Kirschenschiff. Das hat jetzt nichts mit der Seefahrt zu tun. Da ist halt dann auch Holz verarbeitet. Ja. Ist meistens so. Ja. Bin zwar nicht so der Kirschengänger, aber die Leute, die öfters dann in der Kirche sind, ja, die werden mir dann schon bestätigen, dass das Kirchenschiff heißt und das andere halt, dass da drinnen oft Holz ist, das wissen die ja auch, ja. Zumindest der Lattengustel, der ist auch oft aus Holz. Hey, der hat Lattengustel gesagt! Das war ja auch mal so ein Aufreger, hä? Jetzt verwendet kaum jemand noch das Wort Lattengustel. Naja, außer ich bin ja auch alt. Ich darf das. Ich bin sowas von alt hier. Tja. Das war mal ein richtiger Aufweger. Genauso wie diese von der E-Mode-Firma. Diese Unterwäsche mit Madonna oder Jesus. Kennt ihr die? Habt ihr die mal gesehen? Wenn nicht, dann müsst ihr mal bei Internet reinschauen. Müsst ihr mal Google. Hier so google.de. So, wa? Und dann müsst ihr mal eingeben, Unterwäsche, Jesus oder Madonna. Und dann kriegt er die Bilder. Ich habe die aber nie im Verkauf gesehen, fällt mir gerade mal so ein. Man sieht ja immer jede Menge Müll im Verkauf, aber das habe ich jetzt im Verkauf gar nicht gesehen. Sehr merkwürdig. Hier haben wir wieder Kohle. Kohle, Kohle. So, einmal eine Spitzhacke. Ja. Und die Unterwäsche war ja auch ein riesen Aufreger gewesen. Wie kann man machen? Blatsch, was? Ja, wie kann man machen? Ganz einfach, indem man unbedruckte Unterwäsche einkauft zu ganz billigen Preisen. Produziert in China. Nee, Bangladesch eher, wa? Jetzt ist aktuell Bangladesch, wa? Kleidung ist Bangladesch, wa? Und dann einfach sich ein Bild designt. Oder einfach aus dem Internet klaut. Und dann einfach Rufdruckt. Ja. Dann kommt da eben so ein Madonnenbild drauf oder halt von Jesus. Ja. Wobei die Frage ist, ob die wirklich so aussahen damals. Ja? Das ist ja auch sehr viel, naja, rein fantasiert. Ja? Sagen wir mal so. Damals gab es auch keine Fotokamera, also man hätte ja schlecht von Jesus jetzt ein Bild knipsen können, so nach dem Motto, ja, ja, bleiben Sie mal jetzt bitte am Kreuz ruhig hängen, wir möchten gerne mal ein Foto machen. Ja, ja, ich habe hier noch Zeit, ich bleib mal eine Weile hier abhängen. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Okay. Wobei, es gab ja mal Zeiten, wo ich gerade überlegen bin. Es gibt ja dieses französische Satire-Heftchen, wo es diesen Anschlag gab. Ja, wo dann manche Leute regelrecht ausflippen, wenn da mal so Satire kommt über Glaubensfiguren und so weiter. Und damals, da brauchst du die christliche Glaubensrichtung ja auch nicht da sozusagen rauslassen, so nach dem Motto, ja, ja, wenn da mal was geschrieben wird oder gemalt wird, dann flippen die aus und laufen mit ihren Bombengürtel rum. Das war früher mit der christlichen Kirche nicht anders.
Nur, dass es damals keine Bombengürtel gab. Damals gab es denn die Inquisition, ja. Die war aber auch nicht lustiger, ja. Naja. Nur, dass damals hier im europäischen Raum die Kirche dann keine Minderheit war, also keine Anschläge in dem Sinne gemacht hatte, sondern die hatte das System hier kontrolliert. Ne? Haben wir nicht vergessen. Ja? Also nicht immer mit vorgehalten Finger rumlaufen und sagen, ja, die laufen ja immer gleich mit einem Bombengürtel rum. Naja, machen sie, okay, aber wie gesagt, liebe Christen, die Kirche war früher auch nicht anders. Ja? Muss man. Wobei, meine Qualitätskontrolle sagt mir gerade was. Ja, da war ja auch mal was gewesen in Irland. Ja, haben wir doch was in der Luft gejagt. Aber die Frequentierung ist mittlerweile nicht mehr so hoch. Sagen wir es mal so. Aber, wie gesagt, da ist jede Glaubensrichtung auf ihre Art und Weise verdammt ähnlich. Ja? Das ist egal, welchen Protagonisten man nach oben stellt, ja? Das habe ich mal eben gesagt, und das ist eigentlich, zu den Ausdruck kann man sehr gut stehen. Mit Gott selber habe ich kein Problem. Der Fanclub ist das Problem. Ne? Das ist aber nicht mein eigener Spruch. Den hatte hier mal Jürgen von der Lippe mal erzählt. Einer der Komiker, die wirklich Komiker waren, nicht nur Comedian. Da ziehe ich ja wirklich so ein bisschen Trennlinie. Es gibt Comedian, also so diese typischen Eintagsfliegen, so nach dem Motto, ja, die können ja manchmal einen lustigen Spruch sagen. Und dann gibt es halt aber auch Komiker, und zwar richtige Komiker, und dazu gehört zum Beispiel auch Jürgen von der Lippe. Ne? Müsst ihr euch mal unbedingt angucken, wenn ihr den nicht kennt. Viele Jüngere müssen den ja nicht unbedingt kennen, der ist auch nicht so oft im Fernsehen mehr gewesen oder so, als ich aufgehört habe mit Fernsehen. Ist halt ein Komiker der etwas älteren Zeit. Und viele Ältere werden ihn halt kennen. Und die wissen ganz genau, sein Kleidungsstil damals, mit der Hawaii-Hemden, ja, war schon cool. Ja. Also einer der Kleidungsstücke, die ich dann auch gerne mal haben würde. Ich bin echt am überlegen, ob ich mal so eine schöne Hawaii-Hose mäßig und so Hawaii-Hemd. Scheitert irgendwie immer daran, dass ich nie was Passende finde. Entweder ist das zu blöd gemacht, also zu billig gemacht, oder das hat manchmal Preise, wo ich dann denke, wow, jetzt müsste ich erstmal im Lotto spielen. Wenn man so für so ein Hawaii-Hemd 150 Euro bezahlen muss, da ist wirklich die Schmerzgrenze erreicht. Also 150 Euro für ein Hawaii-Hemd, das geht gar nicht. Ja, das steht schon, was ich meine. Es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, ja, ja, für 150 Euro hole ich mir kein Hawaii-Hemd, weil das ist mir viel zu billig. Kann ja auch sein, oder? Wisst ja nicht, wer alle so hier zuschaut. Vielleicht gibt es ja hier Superreichen, sagen sie, na, guck mal, gerne mal so YouTube-Videos an, aber ein Hawaii-Hemd unter 150 Euro, da hole ich mir nicht. Nö, dann muss mindestens 200 Euro kosten. Also, das fasse ich ja vorher gar nicht an. Das ist ja unter meiner Würde. Ja. Schon wieder eine Spleinhacke im Hintern. Ja? Habt ihr gesehen? Wow, und jetzt haben wir in dieser Folge fast die ganzen Steine geschafft. Schaut euch das mal an. Ah, das ist noch dieser Block da. Ja, den wir jetzt hier so sehen. Auf der anderen Seite hier bitte noch dieses Eingefasste. Und dann sind wir wirklich schon dabei, die Erde reinzufüllen, und wenn wir die Erde reingefüllt haben, dann können wir wirklich dann halt auch schon mit der Bauphase beginnen. Das ist sehr schön, das gefällt mir ganz positiv, und damit kann ich gut leben, und zwar wirklich gut leben. Oh, man kann ich damit leben, liebe Leute. Ja. Jo, und wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, wir schaffen es heute echt pünktlich, sehr pünktlich, ich bin gerade richtig glücklich, wünsche ich euch allen einen schönen gesunden Tag. Ja. Seid mal zu euren Mitmenschen wieder ein bisschen nett. Praktiziert mal diese viel zelebrierte Nächstenliebe aus der christlichen Kirche. In den anderen Kirchen soll ja eigentlich auch die Nächstenliebe auch eigentlich das höchste Gut sein. Also praktiziert das ruhig mal. In dem Sinne euch allen einen schönen Tag. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.